Deswegen sind wir hier, aber wir sind auch aus einem anderen Grund hier, weil wir sind nicht nur hier, weil wir eingeladen worden sind, oder ich bin nicht nur hier, weil ich eingeladen worden bin, sondern ich bin hier aus einem wichtigeren Grund. Und dieser wichtige Grund ist, alle Muslime in Deutschland aufzuwecken und nicht einen auszulassen. Und das ist der wichtigste Grund, weil man muss leider sagen, dass viele Leute, die sich Muslime nennen, leider den Islam nur sehr, sehr, sehr beschränkt oder den Islam vielmehr kaum befolgen und dass man teilweise kaum Dauerarbeit findet. Und ich werde nachher darauf eingehen. Das heißt, was wir brauchen in dieser Zeit ist, wir brauchen eine Wiederbelebung des wahren Verständnisses von Koran und Sunnah. Und wenn das nicht so ist, wenn das nicht passiert, dann braucht man ja nur mal hier raus auf die Straßen zu gehen und braucht sich mal, kann sich ja mal die Jugend ansehen, wo die meisten hier sind. Wir freuen uns heute hier, mashallah, sagen wir, es sind ja viele Jugendliche heute in der Moschee. Ja, da freuen wir uns ja. Aber ihr wisst es besser als ich, viele von euch, wer kommt hier aus Bochum? Also mal aufzeigen, wer aus Bochum kommt. Oder auch aus anderen Städten. Wie viele Jugendliche sind jetzt momentan ganz woanders? Am Kiffen, am Trinken, mit der Freundin unterwegs, in der Spielhalle und so weiter. Warum weiß ich das? Komme ich aus Bochum? Nein, ich kenne das aus jeder Großstadt in Deutschland. Es ist überall dasselbe. Und woran liegt das? Woran liegt das, dass so wenige von uns eine feste Bindung zu ihrer Religion haben? Hat einer eine Idee hier, woran das liegen könnte? Hat einer eine Idee? Hast du eine Idee? Zu wenig Dauer. Zu wenig Dauer, ja. Das glaube ich auch. Ja, Bruder. Kein Wissen. Ja, stimmt. Die Dauer ist ja eigentlich dazu da, um Wissen zu verbreiten. Jazakallahu khairan. Das Leben. Ja, okay. Das Leben hat sie vergesslich gemacht. Ja, okay. Du meinst also, auf der einen Seite ist die Ablenkung. Ja, stimmt. Wir haben auf der einen Seite die Ablenkung, auf der anderen Seite müssen wir was haben, müssen wir Leute haben, die... Es ist eigentlich, alle drei Dinge sind genau dasselbe, nur anders formuliert. Der eine sagt Dawa, der andere sagt Wissen, der andere sagt das Leben. Das Leben, er will damit sagen, das Leben hat sie von dem Praktizieren des Islam weggebracht. Aber es ist eigentlich alles dasselbe, weil die Dawa ist dazu da, um Wissen zu vermitteln. Allah sagt, fa'alim ennahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Wisse, dass es Allah gibt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dann bitte um Vergebung für deine Sünden. Das heißt, das Wissen, wie Imam Bukhari gesagt, al-ilmu qabl al-qawli wal-amal. Das Wissen kommt vor Rede und Tat. Das heißt, wenn du mit jemandem Dawa machst, dann erklärst du ihm, warum er lebt. Warum es schlecht ist, Alkohol zu trinken. Warum es schlecht ist, Zina zu machen. Warum es schlecht ist, in die Spielhalle zu gehen. Warum das Gebet gut ist, beispielsweise. Und das sind die Dinge vom Leben, die er meint, die Menschen von der Wahrheit wegziehen. Wenn er sagt, das Leben ist im Prinzip alles dasselbe. Aber wichtig ist, dass wir aufwachen, bevor der Tod kommt. Und das beste Beispiel für Tod haben wir in diesen Tagen. Michael Jackson ist gestorben. Was hat Michael Jackson mit unserer Sitzung zu tun? Eine ganze Menge. Weil es ist einfach ein wichtiger, eine Ebra, eine Sache, die zum Nachdenken anregen soll. Für mich, ja, wenn ich bedenke, er war immer da gewesen. Ja. Ich bin 1978 geboren. Als wir so jung waren, wie viele von euch jetzt hier, war das der große Star. Jeder bei dem Poesiealbum, wer ist dein Lieblingssänger? Michael Jackson. Überall gab es Contests. Wer kann so tanzen wie Michael Jackson? Wer kann den Moonwalk am besten nachmachen? Jetzt auf einmal Geld gehabt, Reichtum gehabt, Ruhm gehabt. Das, was sich alle Menschen wünschen oder was sich viele Menschen wünschen. Die Menschen wünschen sich Geld zu haben. Die Menschen wünschen sich am Wochenende ins Phantasialand zu fahren oder nach Walt Disney zu fahren. Der hat ein eigenes Walt Disney gebaut für sich selber. Der kann Tag und Nacht da, der braucht gar nicht in der Schlange zu stehen, kann der nur Achterbahn fahren und auf irgendwelche, der hat ja einen eigenen Erlebnispark. Guck, so viel Geld, Millionen, so viel Ruhm, der geht auf die Bühne
Und 80.000 Menschen schreien, yeah! Guck mal, du denkst dir doch, ja, das ist doch der Erfolg. Aber wo ist der Erfolg jetzt? Subhanallah, das ist das, was er gesagt hat, mit Leben. Leben, du musst wissen, was ist das Leben? Was kommt nach dem Leben? Das ist das, was die Dauer rüberbringt. Der Prophet, a.s.w., der sagt, drei Dinge folgen dem Menschen bis zum Grab. Und zwei kehren zurück und eine Sache bleibt bei ihm. Was sagt er? Er sagt, das Vermögen, seine Familie und seine Werke gehen mit ihm bis zum Grab. Und zwei kehren zurück. Vermögen und Familie kehren zurück und deine Taten bleiben da. Der Prophet a.s. sagt, إِذَ مَاتَ الرَّجُلُ إِنْ قَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Wenn ein Mensch stirbt, dann sind alle seine Taten zunichten außer drei. Welche? As-Sadaqa Jariya. Das heißt, er hat eine Sadaqa gegeben, was einen bleibenden Wert hat. Er hat ein Krankenhaus gebaut, wo Leute galt, wenn er einen Brunnen gebaut oder sowas, ja? Dann, Elmun yantafi'u bi. Ein Wissen, von dem profitiert wird. Zum Beispiel, jemand hat ein Buch geschrieben. Und die Leute, die das Buch lesen und von dem Buch profitieren nach seinem Tod, das wird ihm immer noch als Hasanat aufgeschrieben. Und dann, wer noch? Waladun salih, waladin salihin yad'u lahu. Ein rechtschaffener Sohn, der für ihn Dua macht. Das ist der Punkt. Jetzt denkst du dir, guck mal, wie schnell die ganze Sache vorbeigegangen ist mit Michael Jackson. Ich will ja jetzt gerne wissen, ob er wirklich Muslim gewesen ist oder nicht, weil da steht natürlich nichts von in der Zeitung. Ne? Weil es stand heute darin, wegen der Bestattung, dass er wahrscheinlich islamisch bestattet wird, weil sein Bruder, Jermaine Taylor, der ist ganz eindeutig bekennender Muslim. Deswegen würde ich gerne wissen, ob er den Islam angenommen hat oder nicht. Aber die Frage ist hier sowieso eine ganz andere. Hier zeigt sich ganz klar, dass diesen Wert, den dieses Leben hat, und deswegen ist Michael Jackson ein gutes Beispiel. Und wenn er Muslim gewesen ist, dann hoffen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn vergibt. Weil wir wissen ganz genau, dass Musik, diese Musikart, die er macht, haram ist. Weil der Prophet a.s. sagt, und das steht in Bukhari, Bukhari ist was? Nach dem Koran die authentischste Quelle des sunnischen Islam. Ja? Dort sagt er, سَيَكُونُ أَكْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِّ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ. Es wird Leute von meinem Volk geben, die Zina erlauben und Seide erlauben und Alkohol erlauben und Musikinstrumente erlauben. Das Einzige, was davon ausgenommen ist, ist der Daff, die Handtrommel. Gibt auch noch Diskussionen darüber, aber das ist ein anderes Thema. So ist die Sache. Wer trotzdem gerne Musik hören will, ist seine Sache. Wer sagt nicht, dass er kein Muslim ist, aber das ist Islam. Deswegen muss man sich fragen, ob man den Vers befolgt, wo Allah sagt, Udkhulu fi silmi kafa, tretet in den Islam komplett ein. Ob wir zu denjenigen gehören, wo Allah über sie sagt, was sie sagen, sami'na wa ata'na, wir hören und wir gehorchen. Wenn ein Befehl kommt, wir hören und wir gehorchen. Oder ob wir Eigenschaften haben von Juden, sami'na wa asayna, wir hören und wir gehorchen nicht. Die Frage muss man sich stellen. Wenn ein Hadith aus Bukhari zu einem kommt, ob man dann diskutiert. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Trotz alledem ist das keine Sünde, die nicht verziehen werden kann. Ja, weil wir sind darauf gekommen, er hat vielleicht viele Sachen gemacht, die falsch sind, viele Sachen, die schlecht sind. Ja, wir hoffen trotzdem, dass er Muslim gewesen ist, damit Allah subhanahu wa ta'ala ihm inshallah verzeiht. Aber wir werden sehen, es wird jetzt sowieso die Tage wahrscheinlich rauskommen, wie er beerdigt wird, wie er bestattet wird. Alhamdulillah. Wenn es wirklich so ist, dass er Muslim war, dann müssen wir sagen, dann ist es sehr schade, weil er eigentlich mit seinem Bekanntheitsgrad und mit seinem Geld, was er hatte, sehr viel mehr machen hätte können für den Islam. Deswegen frage ich euch, wenn ihr das Geld hättet, was Michael Jackson hatte, was würdest du damit tun? Wenn du nur 10.000 Euro im Monat hast, was wirst du damit tun? Was wirst du für deine Religion machen?